Guten Abend, Nachmittag. Heute kümmern wir uns um einen ganz speziellen Beruf. Natürlich kann auch andere Selbstständige was von heute mitnehmen, denke ich. Aber wir kümmern uns ganz speziell um Designer. Wir haben 7 Themen. Einmal will ich auf den ganzen Themenbereich eingehen, Registrierung als Gewerbetreibender oder Freiberufler. Das heißt, wer bist du da eigentlich idealerweise so vom Selbstbild? Was ist eigentlich mit diesen Umsatzsteuersätzen? Also wir haben ja in Deutschland mehrere Umsatzsteuersätze oder umgangssprachlich Mehrwertsteuersätze. Und Designer haben das Glück, dass sie gleich mit beiden zu tun haben. Das heißt, sowohl 7% Leistungen als auch 19% Leistungen erbringen. Und es ist wichtig zu wissen, wann eigentlich was abgerechnet werden soll und wann es eventuell auch einfach egal ist. Dann schwebt das ganze Thema Künstlersozialkasse immer irgendwie im Raum. Was ist das? Das ist auf der einen Seite eine Verpflichtung, auf der anderen Seite kann das eine große Erleichterung sein. Auch darauf möchte ich eingehen. Da gibt es auch häufig Verunsicherung. Ehrlicherweise betrifft jetzt nicht nur Designer, aber halt auch Designer ist das ganze Thema Kleinunternehmerregelung. Da gibt's so viel Irrglaube rund um die Kleinunternehmerregelung, dass ich damit in diesem Webinar einmal aufräumen möchte. Dazu kommen übrigens auch in dieser Woche und in nächster Woche noch speziell nochmal Videos dazu, was die Kleinunternehmerregelung ist und was sie gerade eben nicht ist und worauf man bei der Kleinunternehmerregelung achten muss. Das heißt, das betrifft auch alle von euch, die nicht Designer sind. Ach, generell Gewerbe, also fast alle Themen, jetzt vielleicht die Umsatzsteuerthemen, die sind für einen Nicht-Designer weniger interessant, aber die Kleinunternehmerregelung, die betrifft, das betrifft wirklich jeden. Auch den nächsten Punkt, dass du speziell Business-Accounts für Tools anlegst, weil Tools rechnen da unter Umständen mehr Geld ab, als sie müssten oder dürften oder wie auch immer, wenn ihr da einen falschen Account anlegt oder eure in den Account-Einstellungen nicht alles angebt, wie ihr es idealerweise machen könnt. Dann möchte ich ganz kurz auf das ganze Thema Dienstvertrag versus Werkvertrag eingehen. Das hat ehrlicherweise überhaupt nichts mit Steuern zu tun. Also ein bisschen vielleicht, weil ihr bezahlt werdet. Und da ist es ganz gut für euch einfach zu wissen, welche Art von Verträgen braucht ihr eigentlich und welche Absprachen mit dem Kunden solltet ihr treffen, die für euch vorteilig sind und nicht, dass ihr euch irgendwie Vertragsverhandlungen eventuell selbst über den Tisch zieht. Und dann auch so ein ganz allgemeines Thema für alle ist, was kann ich eigentlich als Designer alles absetzen? Dazu haben wir schon umfangreichste allgemeine Videos gedreht. Auch die findet ihr auf diesem Kanal. Deswegen sehr gerne abonnieren. Oder auch die vorherigen Videos, die wir hochgeladen haben, unbedingt nochmal anschauen. Aber jetzt in diesem Webinar gehe ich speziell auch auf die speziell auf Designer ein, was wir da gesehen haben, was üblich ist, was auch überhaupt gar kein Problem ist, abzusetzen. Ich möchte mich noch einmal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Melchior Neumann, ich komme aus Berlin, ich bin Steuerfachangestellter, ich habe Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Steuerrecht und Wirtschaftsprüfung studiert, habe diverseste Jahre in irgendwelchen Steuerberatungsgesellschaften gearbeitet, unter anderem für KPMG, große Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, habe ich mich eher so mit Immobilienfonds beschäftigt und so weiter und in einer ETL-Kanzlei. ETL ist eine sehr große Steuerberatungsgruppe, Kette, zu denen gehören ganz viele unterschiedliche, ja, ich würde sagen Brands. Und da hatte ich tatsächlich sehr viele Solo-Selbstständige. Also da gab es so Handwerker, da gab es aber auch hier Friseure, da hatte ich mit Designern zu tun, da hatte ich mit Hebammen zu tun, da hatte ich Restaurants und so weiter. Da hatte ich so die klassischen Einzelunternehmer als Mandanten und habe das da, ich würde mal sagen, kennen und lieben gelernt. Und habe dann irgendwann gedacht, na, ich mache mich selbstständig. Ich bin nebenberuflich selbstständig gewesen und jetzt seit 7,5, 8 Jahren ungefähr auch Vollzeit selbstständig und kenne deswegen so diesen ganzen Struggle rund um Steuern, kenne ich nicht nur aus der Theorie, sondern tatsächlich auch aus der Praxis. Weil nur weil ich es jetzt vielleicht weiß, wie man etwas machen sollte, heißt das halt noch lange nicht, dass ich es auch tatsächlich in der Praxis 100% immer perfekt gemacht habe. Das heißt, jeden Stolperstein habe ich einmal mitgenommen in diesen 14 Jahren. Bin jetzt seit letztem Jahr, war ich mit dabei im Gründungsprozess der Kontist Steuerberatung, bin da aktuell Kanzleimanager und drehe zum Beispiel diese Videos für euch. Und genau, darum kümmern wir uns. Wir sind eine Steuerberatungsgesellschaft speziell für Selbstständige, speziell für Freiberufler und kleine Gewerbetreibende. Haben uns ausschließlich auf die spezialisiert
Und deswegen glaube ich, also deswegen haben wir einige Designer natürlich als Mandanten, aber deswegen glaube ich auch, hoffe ich doch, dass ich heute auch hier weiterhelfen kann, weil das wirklich mein täglich Brot ist. Also sind diese ganz, alles, was ich euch jetzt beantworte, sind quasi Fragen, die ich auch jeden Tag unseren Mandanten beantworte. Aber so mal etwas unverbindlich und so die Möglichkeit, dass auch mehr Leute als nur unsere Mandanten da dran teilnehmen können. Ich möchte nämlich einsteigen in das erste Thema. Und zwar um das ganze Thema Gewerbetreibender versus Freiberufler. Ich hole mal ein wenig aus. Wenn ich mich selbstständig mache in Deutschland, ist Selbstständigkeit quasi ein Überbegriff. Und wenn ich mich als Selbstständiger quasi registriere, habe ich zwei Möglichkeiten, mich zu registrieren. Die erste Möglichkeit ist, ich registriere mich als Gewerbetreibender, dann habe ich gewerbliche Einkünfte. Andere Möglichkeit, ich bin freier Beruf. Freier Beruf ist kein geschützter Beruf, aber das ist es gibt sehr, sehr klare Vorschriften, was als freiberuflich gilt und was halt nicht. Und grundsätzlich, es wollen relativ viele gerne freiberuflich sein, weil freiberuflich hat so ein paar... Ich würde mal sagen, der Bürokratieaufwand für Freiberufler ist einfacher, weil ich keine Gewerbesteuererklärung machen muss, ich kann nicht bilanzierungspflichtig werden und generell haben Freiberufler einen gewissen Status, was das ganze Handling der Selbstständigkeit betrifft. Und Gewerbetreibende müssen, wenn sie wachsen, irgendwann eine Bilanz erstellen, sie müssen zusätzlich eine Gewerbesteuererklärung abgeben, müssen auch Gewerbesteuer zahlen. Aber hier möchte ich gleich schon mal die erste Illusion nehmen, weil ganz viele sagen, oh, ich muss unbedingt freiberuflich bleiben, weil ich sonst mehr Steuern zahle, weil ich zahle ja sonst als Gewerbetreibender die Gewerbesteuer. Stimmt, ja, aber diese Gewerbesteuer ist anrechenbar auf die Einkommensteuer. Und um es mal sehr plakativ zu sagen, wenn ein Freiberufler pro Jahr 20.000 Euro Einkommensteuer zahlt, zahlt ein Gewerbetreibender 10.000 Euro Gewerbesteuer, kann diese aber anrechnen auf die Einkommensteuer und zahlen dadurch nicht 20.000 Euro Einkommensteuer, sondern 10.000 Euro Einkommensteuer. Das heißt, unterm Strich zahlt er auch 20.000 Euro Steuern. Das ist natürlich sehr einfach dargestellt, aber gerade jetzt auch während Corona wurde die Anrechenbarkeit der Gewerbesteuer auch nochmal hochgesetzt und deswegen ist das tatsächlich das Thema Gewerbesteuer nicht wirklich ein finanzielles Problem und eine Fragestellung, sondern eher ein... Ja, es ist halt irgendwie lästig. Du musst halt eine Steuererklärung mal machen. Und wenn du, ja genau, du hast halt mehr Aufwand, mehr Arbeit, ist irgendwie ätzend. Designer haben die große Herausforderung, dass sie zwar theoretisch, also künstlerische Tätigkeiten, gestalterische Tätigkeiten grundsätzlich ist freiberuflich. Also als Freiberufler gelten, vielleicht, falls ihr euch damit noch gar nicht beschäftigt habt, gelten so ganz klassische wie so ein Rechtsanwalt, Ärzte, Steuerberater, Dolmetscher und also so Katalogberufe nennt man die. Und dann gibt es bestimmte Tätigkeiten, zum Beispiel lehrende Tätigkeit, aber halt auch Künstler und künstlerische Tätigkeiten. Genau, und Designer sind deswegen grundsätzlich per Definition Freiberufler, eigentlich, sollte man meinen. Allerdings gibt es doch relativ viele Designer, die zwar auch Designtätigkeiten machen, dann aber auch ganz viele andere Dinge machen. Deswegen muss oder vielleicht etwas designen und anschließend ganz viel reproduzieren. Also wenn ich jetzt ein Webdesign entwickle und da nicht die gedankliche Arbeit im Mittelpunkt, also diese geistige, kreative Arbeit im Mittelpunkt steht, sondern das Programmieren oder ich habe dann ein Template gebaut und das benutze ich für ganz viele Webseiten und so diese, also wenn ich das Reproduzieren, das Programmieren oder die Marketingberatung oder Dienstleistung im Mittelpunkt steht, dann bin ich kein klassischer Freiberufler mehr. Genau, und da wollte ich eigentlich auf Michael eingehen, weil Michael, du hast ja auch gesagt, du machst allgemein Marketing, aber unter anderem auch Design. Und das ist genau diese Mischberufe, die bei Designern sehr, sehr oft vorkommen. Da macht man dann Beratung, dann macht man auch Programmierung, dann macht man auch Marketing, dann schaltet man unter Umständen noch Ads oder man macht das Social Media Marketing dazu oder tausend Sachen, die auch irgendwie möglich sind oder man macht Print und also das ist relativ typisch. Das ist für Designer sehr, sehr, sehr üblich, aber dadurch verändert sich quasi der Charakter der Gesamttätigkeit und ist nicht mehr wirklich, ja, ich würde es mal sagen, künstlerisch gestaltend. Das ist er dann halt nicht mehr, sondern er ist dann halt mehr wie so ein, ja, Entwickler, Berater, Marketing, Allrounder, wie auch immer. Und weil das so ist,
prüft das Finanzamt tatsächlich im Einzelfall, was du bist. Wenn du aber so einen bunten Strauß an Dienstleistungen hast, was ja auch für den Kunden von Vorteil sein kann, jemanden zu haben, der ganz viel machen kann, da prüft das Finanzamt im Einzelfall und im Zweifel bist du dann gewerblich tätig. Deswegen diese freiberufliche Tätigkeit ist wirklich nur so, ich würde mal sagen, der Designer in Reinform, also der theoretische Designer, der ist tatsächlich freiberuflich. Alle anderen sind dann tendenziell eher gewerblich. Das ist natürlich nicht besonders hilfreich, wenn ich jetzt euch so allgemeine Sachen sage, sondern die große Frage ist ja, was bist du denn jetzt persönlich und wie kann ich dir dabei helfen? Ein großes Problem ist da tatsächlich, es gibt kein einheitliches Verfahren grundsätzlich in Deutschland. Das heißt, es hängt dann auch sehr davon ab, was dein Finanzamt eventuell dazu sagt und gibt es unterschiedliche Auslegungen und so weiter. Es gibt da nicht die einheitliche Rechtsprechung, worauf man sich berufen kann. Es gibt zwei Möglichkeiten, die ich euch empfehlen kann. Erste Möglichkeit, redet mit dem Steuerberater, der sich damit auskennt. Aber auch dieser Steuerberater würde am Ende wahrscheinlich sich eine Auskunft beim Finanzamt einholen. Ihr könnt quasi beim Finanzamt hingehen und quasi mit denen einfach mal die einfach fragen, wie die sehen. Und das würde ich euch auch empfehlen. Wenn ihr so eine Mischtätigkeit habt, würde ich euch empfehlen, dass ihr Kontakt beim Finanzamt aufnehmt, ihr euch einfach schildern, was ihr macht und dann geben sie euch eine Auskunft. Aber wenn ihr frei sein wollt in dem, was ihr machen wollt und so, deswegen habe ich das Ganze mit der Gewerbesteuer erzählt, dass sie anrechenbar ist. Es ist überhaupt finanziell überhaupt nicht schlimm oder ihr seid in den, ich würde mal sagen, 90% der Fällen seid ihr nicht schlechter gestellt, wenn ihr Gewerbesteuer zahlt, finanziell gesehen. Ihr habt ein bisschen mehr bürokratischen Aufwand. Aber ich spreche da tatsächlich so private Geschichte. Meine Frau ist auch, die ist jetzt nicht Designerin, aber meine Frau ist so auf der Kippe gewesen, naja, ist sie freiberuflich oder gewerblich und sowas. Und naja, wenn ich jetzt freiberuflich wäre, dann darf ich ja nicht mehr Werke reproduzieren und dann darf ich das nicht mehr und so weiter. Und da habe ich ihr gesagt, ach komm, weißt du was? Mach halt, melde ein Gewerbe an, mach einen Gewerbeschein und dann bist du frei. Dann kannst du machen, was du willst. Und dann wird das Finanzamt aber später nie wieder zu dir kommen und sagen, bist du eigentlich freiberuflich? Denn das größte Problem, was man haben kann, und auch wenn ihr googelt und sucht, dann habt ihr grundsätzlich ein großes Problem, dass das Finanzamt es unter Umständen irgendwo mal anders sehen kann in der Betriebsprüfung. Und wenn ihr googelt, dann findet ihr ganz viele Aussagen dazu, oh, ihr müsst unbedingt freiberuflich sein und so weiter und möglichst alles da drauf. Es gibt aber ein einziges Szenario, was finanziell echt richtig, richtig mies sein kann. Und zwar, ihr denkt die ganze Zeit, ihr seid freiberuflich. Ihr zahlt die ganze Zeit die Einkommensteuer, mehr als die Gewerbetreibenden, weil die Gewerbetreibenden können die Gewerbesteuer anrechnen. Dann kommen wir aber zu dem Punkt, dass das Finanzamt unter Umständen Jahre später sagt und sagt mal, hör mal, Kollege, das, was du machst, ist ja gar nicht freiberuflich, das ist ja gewerblich. Dann geht das Finanzamt nämlich hin, unter Umständen 6 Jahre, 7 Jahre, 8 Jahre, 10 Jahre später und sagt, uns fehlen ja noch die Gewerbesteuererklärungen in den letzten 10 Jahre. Und dann musst du alle Umsätze nochmal nachträglich eine Gewerbesteuererklärung machen und nachträglich Gewerbesteuer zahlen. Das tut richtig weh. Das Problem ist, jetzt könnt ihr diese Gewerbesteuer ja nicht mehr in den einzelnen Einkommensteuererklärungen gültig machen, weil diese Einkommensteuererklärungen natürlich schon lange verbindlich sind und so weiter. Das heißt, diese Anrechenbarkeit, die verliert ihr dadurch, indem ihr zu sehr in die Freiberuflichkeit wollt und das Finanzamt anderer Meinung ist. Das ist tatsächlich das größte Problem und das ist die einzige Situation, wie dieser ganze Struggle gewerblich, Freiberuflichkeit wirklich wehtun kann. Und deswegen empfehle ich euch, wenn ihr da eine Mischung habt und euch nicht ganz sicher seid, tendiere ich immer so ein bisschen mehr, macht mal Gewerbe, weil ihr einfach frei seid in dem, was ihr machen könnt. Natürlich könnt ihr auch als Berater, wenn ihr da eine gewisse akademische Ausbildung, weil auch volks- und betriebswirtschaftliche Berater sind auch grundsätzlich eher freiberuflich. Das Ding ist, wenn ihr Designer seid und das andere, dann wird es irgendwie schwierig. Und das ist tatsächlich so ein bisschen die Krux an der Geschichte. Und deswegen mein Rat an euch, wenn ihr Mischangebot habt und nicht gewerblich seid, sprecht mal mit eurem Finanzamt. Das ist unter Umständen besser, es jetzt zu tun und zu sagen, ach, guck mal hier, ab letztem Jahr, Mitte letzten Jahres habe ich solche Aufträge mit dazu bekommen und so weiter. Und macht das lieber so. Wenn ihr das wegschiebt und das ignoriert, dann wird das Problem mit der Zeit eher größer. Das sind die Punkte, über die ich gesprochen habe. Und damit kommen wir zu dem zweiten Thema. Das zweite Thema sind Umsatzsteuersätze.
Umsatzsteuersätze für Designarbeiten. Umsatzsteuer ist das Problem, dass einige Steuersätze, einige Tätigkeiten von Designern unterliegen dem ermäßigten Steuersatz von 7% und anderes dem 19%igen. Das haben nur sehr wenige Berufe so. Also Restaurants haben das noch, dass sie mit unterschiedlichen Steuersätzen arbeiten müssen. Taxifahrer haben das zum Beispiel, aber auch Designer. Und für dich ist natürlich wichtig zu wissen, welchen Steuersatz nimmst du eigentlich wann. Grundsätzlich kann man sagen, also das ist so die Faustformel, dass, ja, ganz plakativ gesagt, arbeitest du mit dem Kopf oder mit der Hand? Das heißt, ist deine Arbeit eine gedankliche Leistung, also wo du wirklich etwas erschaffst, was grundsätzlich gedeckt wäre durchs Urheberschutzgesetz. Das heißt, hast du die Urheberrechte auf das, was du erschaffst? Ist es überhaupt möglich, die Urheberrechte darauf zu haben? Das ist nicht in allen euren Tätigkeiten, die ihr macht, so auf den Social Media Posts und, keine Ahnung, Spruch auf Bildchen schreiben. Ich will es jetzt nicht trivialisieren, gehört natürlich ein bisschen mehr dazu. Aber du kannst nicht auf alle deine Tätigkeiten quasi das Urheberrecht drauf haben. Wenn du es aber hast und überträgst mit deiner Arbeit, das heißt, wenn du die Nutzungsrechte an deinen Kunden überträgst, dann sollte das unbedingt auf der Rechnung aufführen, dass du sie überträgst und in dem Vertrag, den du machst, weil dann kannst du 7% Umsatzsteuer abrechnen. Wenn die, und da spricht man von der Schöpfungstiefe, die generell, wenn das eher eine wiederkehrende Tätigkeit ist, wo du ja, Bildbearbeitung beispielsweise. Wenn du Bilder bearbeitest, dann hast du die Bearbeitung, das Color Grading und all diese Dinge. Das ist jetzt kein, da kannst du kein Urheberrecht drauf haben, wie du das gemacht hast. Das ist keine künstlerische Arbeit und das reicht, also da kannst du kein Urheberrecht drauf haben und das bedeutet in der Regel, dass das nicht mit 7% ist, sondern mit 19% ist. Das heißt, auf diese Rechnungen musst du 19% Umsatzsteuer schlagen, weil du da auch keine Nutzungsrechte an diese Arbeit übertragen kannst. Das Problem in der Praxis ist, du hast halt beides und machst häufig beides und schreibst für beides eine Rechnung. Das heißt, du hast das ja gemischt irgendwie und machst irgendwie alles. Da gibt es grundsätzlich so eine Faustformel aus dem Umsatzsteuergesetz, die heißt, die Nebenleistung teilt das Schicksal der Hauptleistung. Und Nebenleistung, das musst du tatsächlich aufgrund dessen, was liegt eigentlich im Mittelpunkt deiner Tätigkeit, die du machst. Ist das wirklich das Erschaffen oder ist es mehr diese wiederkehrende Tätigkeit, die im Mittelpunkt steht? Und wenn du jetzt, keine Ahnung, Bilder erstellst, aber die Hauptarbeit ist das Bearbeiten und so weiter, dann liegt der Mittelpunkt halt eher auf das Aufbereiten dessen. Dann sind das mit dem vollen Steuersatz, das heißt mit 19 besteuert und zwar alles. Das heißt, dann ist deine gesamte Rechnung 19%. Oder du machst im Online-Shop, änderst die Farben im Menü oder die Schriftart oder was man denn halt alles so macht. Dann ist das voller Steuersatz. Wenn im Mittelpunkt das Erschaffen, die kreative Leistung liegt, dann sind das 7%. Das ist manchmal super ätzend, weil was ist, wenn du es falsch ausweist? Das heißt, wenn du jetzt pauschal sagst, nö, ich weise überall 7% aus und auch da sagt das Finanzamt eventuell später, naja, das waren 19%, dann musst du tatsächlich auf deine, machst du aus den 7 19 und du verlierst die Differenz, verlierst du quasi an deinem Ertrag. Das heißt, du musst plötzlich aus dem Geld, was eigentlich dir gehört, plötzlich noch nachträglich die Umsatzsteuer zahlen. Und Umsatzsteuerprüfungen sind in diesem Fall richtig ekelhaft, weil die Beträge sind halt sehr groß. Überleg dir, du musst 12% von deinem Umsatz der letzten 3 Jahre plötzlich als Umsatzsteuer abführen. Das ist wahnsinnig viel. Und deswegen sagen tatsächlich viele Designer und sagen, nö, pff, ist mir voll egal, ob das 7 oder 19 sind, ich packe halt immer 19% auf die Rechnung. Kann man machen, kann aber tatsächlich auch Nachteile haben. Offensichtlichster Nachteil ist, deine Arbeit ist halt teurer. Und dann, da würde ich sehr unterscheiden danach, wen hast du eigentlich als Kunden? Hast du als Kunden ein Unternehmen, was vorsteuerabzugsberechtigt ist, dann interessiert den Kunden überhaupt nicht, was du da als Umsatzsteuer ausweist. Dann
also natürlich muss es richtig sein, aber wenn du jetzt grundsätzlich eher immer dazu tendierst und sagst, naja, das war wiederkehrende Tätigkeit und so weiter, dann kannst du immer 19% nehmen und dein Kunde, gerade im B2B-Bereich, den interessiert das nicht, ob du da, ob das jetzt 12% mehr Umsatzsteuer ist oder nicht, interessiert ihn nicht, weil er kann diese Vorsteuer in seiner Umsatzsteuervoranmeldung wieder geltend machen und sich quasi zurückerstatten lassen. Das ist ein Thema speziell für Unternehmenskunden. Wenn du Privatkunden hast, dann verhält sich das so ein bisschen anders, weil wenn du Privatkunden hast, können sich nicht die Vorsteuer zurückholen. Das heißt, dann macht das deine Leistung unter Umständen teurer, wenn du pauschal immer 19% nimmst. Und deswegen würde ich dir empfehlen, dass du dir generell, also die Aufteilung ist das eigentlich, kannst du dir überlegen, haben meine Hände jetzt mehr arbeiten müssen oder mein Kopf mehr arbeiten müssen? Und gerade dieses Urheberschutzgesetz, das ist so die Leitlinie, wo du entscheidest, was jetzt besser ist. Ich würde dir grundsätzlich mehr zur Sicherheit immer dazu raten, wenn das nicht ganz klar ist und ja Diskussionsspielraum ist, dann würde ich tendenziell immer zu 19 tendieren. Gerade wenn du Unternehmenskunden hast, dann ist es eigentlich auch vollkommen irrelevant. Gehen wir weiter in das Thema Künstlersozialkasse. Mitgliedschaft in der Künstlersozialkasse ist möglich. Erstmal, was ist die Künstlersozialkasse überhaupt? Die Künstlersozialkasse ist quasi eine gesetzliche Versicherung, wenn du drin bist, bist du quasi pflichtversichert. Und da geht es um die Krankenkasse und die Rentenversicherungsbeiträge. Und der große Vorteil ist, dass das quasi eine Art soziale Absicherung speziell für die Leute sind, die da drin sein können, dürfen. Unter anderem Designer. Die meisten Designer, außer du bist jetzt Berater, der auch Designarbeit ein bisschen machst, aber dein Hauptschwerpunkt ist nicht das Künstlerische. Aber wenn du die Bedingungen für die Künstlersozialkasse erfüllst, übernimmt die Künstlersozialkasse 50% der Sozialabgaben für dich. Das ist so ein bisschen wie so ein Angestellter, weil bei Angestellten zahlt man ja auch, als Angestellter zahle ich ja auch nur 50% ja, der Sozialabgaben meiner Versicherung und den anderen Teil zahlt quasi mein Arbeitgeber. Das ist in der Künstlersozialkasse vergleichbar. Grundsätzlich können in der Künstlersozialkasse Freiberufler und Selbstständige sein, also Selbstständige, auch Gewerbetreibende. Selbst wenn du jetzt sagst, nach dem Einkommensteuergesetz bist du eher Gewerbetreibende als Freiberufler, heißt es noch nicht, dass du nicht auch eventuell Künstlersozialkasse relevant sein könntest. Das müsstest du einmal prüfen über die Künstlersozialkasse. Dadurch, dass sie wirklich die Hälfte der Sozialabgaben übernehmen, ist das eine große finanzielle Erleichterung, insbesondere für diejenigen, die unter Umständen ein bisschen weniger verdienen. Du brauchst aber, um Mitglied zu sein, brauchst du mindestens einen Gewinn von 3.900 Euro im Jahr. Also das ist jetzt nicht für Hobby-Designer und gibt es halt einfach in dem Bereich, ist das nicht, sondern du brauchst schon irgendwie auch Einnahmen. Wichtig ist auch, du darfst keinen Hauptjob haben. Das heißt, es gilt für Selbstständige, wenn du so nebenbei so ein bisschen so einen Job hast, dann wird das schwierig und kannst du nicht in die Künstlersozialkasse. Außerdem solltest du mehrere Auftraggeber haben. Wenn du jetzt quasi immer nur einen Auftraggeber hast und immer dem gleichen die Rechnung schreibst und nie irgendwann mal einen anderen Auftraggeber hast, dann qualifiziert dich das auch nicht für die Künstlersozialkasse. Die Beiträge, die du zahlst, richten sich nach deinem Einkommen. Da musst du dann auch dein Einkommen, also eine Einkommensprognose abgeben und so weiter. Da möchte ich gar nicht so tief einsteigen, das sprengt den Rahmen. Über die Künstlersozialkasse können wir fast nochmal ein ganzes separates neues Thema machen. Wenn ihr daran Interesse habt, dann schreibt das gern, weil dann setze ich das vielleicht auch noch zeitnah um, dass wir das nächste oder übernächste Woche mal da in der Tiefe gehen. Hier sprengt das zumindest den Rahmen. Wichtig ist aber auch noch, deine überwiegende Tätigkeit muss in Deutschland stattfinden. Das heißt, wenn du jetzt auf Bali lebst und US-amerikanische Kunden hast, aber deutsche Staatsbürger bist, dann ist die Künstlersozialkasse für dich eher nichts. Genau, und du musst eine jährliche Einkommensprognose abgeben, damit auch die Beiträge festgelegt werden können und so weiter. Und ja, du solltest da was realistisch, wenn du jetzt 3.900 Euro eingibst, weil auf dieser Basis dann deine Beiträge berechnet werden, natürlich nicht. Das muss realistisch, muss ernsthaft geschätzt sein. Und so sieht es dann ungefähr aus. Bei der Rentenversicherung müssen nämlich grundsätzlich Arbeitnehmer, so zumindest, Beitragssatz in der Rentenversicherung sind 18,6%, davon Anteil des Versicherten sind 9,3%. Und das wären in deinem Fall bei einem Einkommen von 10.000 Euro, wären das 930 Euro, die Künstlersozialkasse übernimmt. 10.000 Euro im Jahr ist jetzt nicht wahnsinnig viel. Aber ich muss ganz ehrlicherweise sagen, gerade auch im Designbereich gibt es ja auch viele, die machen das aus Leidenschaft, machen aus ihrem Hobby dann einen Beruf. Natürlich gibt es auch diejenigen, die
ja, ich würde mal sagen, unternehmerische herangehen, die da Vorausbildung, Studium und so weiter haben. Da warte ich, hoffe ich, dass das noch eine Weile auch ein höheres Einkommen ist. Aber hier einfach sehr, sehr einfach gerechnet. Bei der Krankenversicherung auch 14,6%. Die Hälfte übernimmt die Künstlersozialkasse, sind in dem Fall 730 Euro. Kannst natürlich auch deine eigenen Zahlen einsetzen. Jetzt aber einfach mal sehr, sehr einfach gerechnet mit runden Zahlen. Aber man sieht schon, das ist durchaus eine Entlastung, die sich lohnen kann. Und wenn du Designer als Designer tätig bist, solltest du dich unbedingt mit der Künstlersozialkasse beschäftigen und solltest auf jeden Fall schauen, ob das für dich relevant ist und ob du diese Anforderungen erfüllst. Wenn ja, solltest du es auf jeden Fall tun. Michael fragt, gibt es Obergrenzen? Es gibt generell für die Sozialversicherung in Deutschland gibt es quasi Beitragsbemessungsgrenzen. Das heißt, ja, es gibt dann irgendwelche Obergrenzen. In deinem Fall, du hattest ja geschrieben, dass du auch allgemein Marketing machst, ist tatsächlich, müsstest du für dich einfach mal schauen, was liegt bei dir im Mittelpunkt? Bist du noch so künstlerisch tätig? Die Definition von der Künstlersozialkasse ist eine andere als vom Finanzamt, auch wenn die natürlich irgendwie sind Indizien, dass du eher künstlerisch und bin ich, wenn du jetzt wirklich, ich würde mal sagen, in Anführungszeichen Marketingberater bin, der ist, bis der auch ein paar Designs macht, gibt's da, ist das vielleicht ein bisschen schwieriger, da überhaupt reinzukommen und da relevant zu sein. Und auch da würde ich empfehlen, beugt das Recht nicht unnötig, sondern schau dir das gerne mal an. Wenn das für dich relevant ist, dann ja. Wenn du jetzt sagst, okay, dein Hauptfokus ist eigentlich die Marketingberatung, dann würde ich dir empfehlen, dann lass es lieber. Also es kann natürlich helfen, aber es ist immer schädlicher, wenn du anschließend feststellen musst, war doch denn nicht so ganz richtig und irgendwie habe ich mir jetzt mir irgendwas angelacht und habe da jetzt irgendwie ein Problem mit, um da wieder rauszukommen. Ansonsten gehe ich einmal auf den nächsten Punkt ein. Und der gilt tatsächlich für alle. Alle, egal ob ihr nur Designer seid oder nicht, die hier zuschauen, die Kleinunternehmerregelung. Die Kleinunternehmerregelung ist quasi der Verzicht auf die Umsatzsteuer, überhaupt auf die ganze umsatzsteuerrechtliche Abwicklung. Das heißt, ihr weist gar keine Umsatzsteuer aus. Das könnt ihr machen, wenn ihr dauerhaft unter 22.000 Euro Umsatz im Jahr macht. Das heißt, da geht ihr dann hin, wenn ihr dauerhaft unter 22.000 Euro seid, auch im Gründungsjahr unter 22.000 Euro. Wichtig aber zeitanteilig, das heißt, wenn ihr jetzt am 1.7. gründet, dann habt ihr ja noch ein halbes Jahr für euch, dann gilt für euch dieses Jahr 11.000 Euro, um in diesem Jahr Kleinunternehmer zu sein und im nächsten Jahr dann auch. Und als Kleinunternehmer hast du halt einfach nichts mit der Umsatzsteuer zu tun. Klingt verlockend, klingt tatsächlich verlockend, kann ich verstehen. Und viele Leute glauben, sie müssen es tun. Also sie müssen, wenn sie jetzt starten und sie machen halt noch so wenig Umsatz, höre ich am Telefon wöchentlich 3, 4, 5 Mal. Ja, ich bin noch Kleinunternehmer. Nein, du musst es nicht sein. Also du musst, wenn du gründest und unter diesen Umsatzgrenzen bist, musst du nicht Kleinunternehmer sein. Das ist eine freiwillige Wahl, wenn du das machen möchtest. Du kannst aber genauso freiwillig für dich für das andere entscheiden. Und diese Kleinunternehmerregelung, die ist so präsent gerade bei Neugründern und bei Nebenbeigründern, also die nebenbei selbstständig sind und im Hauptberuf nur angestellt sind, dabei ist sie tatsächlich in den allermeisten Fällen nachteilig, weil es ist nicht nur so, dass du keine Umsatzsteuer abführst, sondern du hast auf der anderen Seite auf deine Kosten auch keinen Vorsteuerabzug. Wenn du jetzt so ein MacBook kaufst, der kostet 1.200 Euro, aber in diesen 1.200 Euro ist ja Umsatzsteuer drin. Das heißt, du zahlst eigentlich 1.000 Euro plus 190 Euro Umsatzsteuer und dann hast du einen Bruttobetrag, den du halt an Apple zahlst. Kleinunternehmer, für die zahlen wirklich die 1.200 Euro. Wenn du aber freiwillig in die Umsatzsteuer optierst und sagst, nee, ich führe gerne Umsatzsteuer ab, dann kannst du diese Umsatzsteuer, die du an Apple gezahlt hast, nämlich geltend machen und dir vom Finanzamt wiederholen. Und das gilt für alles. Das gilt für alle Kosten, die du hast, auf der Umsatzsteuer ist. Das gilt für Softwarelizenzen, das gilt für Laptops, das gilt für Coworking Space Mieten, das gilt für Software-Tools, das gilt für Bahntickets, das gilt für alles, wo eine Umsatzsteuer ausgewiesen ist. Da könnt ihr euch überall das Geld wiederholen. Und auch gerade, wenn ihr am Anfang teures Equipment kauft, wie ein Laptop, wie eine Kamera, wie euch fällt vieles ein, was ihr teures kaufen könnt. Nein, wenn ihr am Anfang viele Investitionen habt, dann macht ihr ja häufig auch Verluste, quasi so Anlaufverluste. Und das sind insbesondere bei denjenigen, die nebenbei gründen, ist das am Anfang der Fall.
da schadet ihr euch selbst, wenn ihr Kleinunternehmer seid, weil ihr würdet theoretisch diese ganze Umsatzsteuer wiederbekommen und werdet viel besser gestellt, wenn ihr einfach nicht die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nimmt. Und deswegen ist es finanziell tatsächlich in der Regel schlechter. Denkt ihr vielleicht, okay, ja, aber meine Rechnungen sind ja dann auch höher, weil statt statt 80 Euro die Stunde muss ich jetzt ja 80 Euro plus 19% Umsatzsteuer rechnen und mein Kunde zahlt dann, habe ich ein blödes Beispiel gewählt, weil 80 mal 19% von 80 kriege ich im Kopf nicht hin. Mein Kunde muss halt ungefähr 100 Euro zahlen, ungefähr 95 Euro zahlen. Das ist ja 15 Euro mehr und das würde mein Kunde ja gar nicht bezahlen. Da komme ich zu dem Punkt, den ich vorhin gesagt habe, bei den unterschiedlichen Umsatzsteuersätzen. Wenn euer Kunde ein Unternehmen ist, dann ist diesem Unternehmen das vollkommen egal, weil die das Gleiche ja machen. Die haben Kosten von dir und können diese Umsatzsteuer, die du ihnen in Rechnung stellst, auch vom Finanzamt wiederholen. Das heißt, für Unternehmenskunden ist das wirklich Jacke wie Hose, ob ihr da Umsatzsteuer ausweist oder nicht. Und bitte, bitte ganz wichtig, ihr habt euren Stundensatz und ihr schlagt die Umsatzsteuer oben drauf. Bitte nicht 80 Euro nehmen und dann 19% davon oder 7% davon runterrechnen, sondern immer oben drauf. Das heißt, aus 80 werden 95, 96, wie auch immer, so ungefähr, und nicht irgendwie 70 oder 65. Bitte, bitte. Aber deswegen lohnt sich diese Kleinunternehmerregelung wirklich meistens nicht. Wir haben das am laufenden Band, ich würde sagen, von 100% der Kleinunternehmen, die wir als Mandant übernehmen, muss ich 70-80% der Kleinunternehmen raten. Ey, sorry, in deinem Fall lohnt es sich halt leider nicht. Du wärst selbst besser gestellt, wenn du kein Kleinunternehmer wärst. Und deswegen möchte ich dringend appellieren, das in Frage zu stellen. Weil du tatsächlich diesen Vorsteuerabzug nicht hast. Was mache ich denn? Ich bin Kleinunternehmer, jetzt fällt mir gerade auf, Mensch, finde ich irgendwie doof, ich würde das gerne anders machen. Ab wann kann ich denn wechseln? Da ist wichtig, du bist immer für ein ganzes Jahr Kleinunternehmer oder kein Kleinunternehmer. Und ich würde dir, also du kannst auch dieses Jahr noch ändern, das heißt wechseln. Du kannst rückwirkend ab dem 1.1. dieses Jahr wechseln. Das ist ein bisschen mit Aufwand verbunden, ein bisschen ärgerlich. Wenn du unser Mandant wirst, übernehmen wir alles für dich. Nein, nicht alles, aber große Teile davon. Erster Schritt wäre, du musst quasi deine Rechnung ja ändern. Das heißt, du musst auf deine Rechnung den Umsatzsteuer ausweisen. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil du bei deinen Kunden quasi Umsatzsteuer nachfordern musst. Ist kein Problem, wenn es Unternehmenskunden sind, ist nur so ein bisschen manchmal unangenehm, dann nochmal zu sagen, ah, sorry, hier in der Rechnungsstellung ist irgendwas falsch gelaufen und so weiter. Kann ich euch aber auch versichern, passiert zu Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden Mal pro Monat, jedes Jahr in Deutschland. Man selbst fühlt sich häufig so ein bisschen doof, wenn man irgendwie sowas hat, weil, oh, man hat das irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt, aber ich kann euch garantieren, passiert zu zigtausenden pro Monat, dass irgendwelche Rechnungen hin und her korrigiert werden und Umsatzsteuer nochmal nachberechnet werden muss und so weiter. Passiert ohne Ende, das heißt, ihr müsstet die Umsatzsteuer nochmal nachfordern. Wichtig ist, ihr müsst beim Finanzamt anrufen oder dem idealerweise einen Brief schreiben und sagen, ich möchte rückwirkend ab dem 1.1. dieses Jahr auf die Kleinunternehmerregelung verzichten und wähle die Regelbesteuerung. Und dann habt ihr quasi die korrigierten Rechnungen. Das Finanzamt weiß, dass ihr Umsatzsteuervoranmeldung abgeben müsst. Und dann müsst ihr natürlich eure ganzen Ausgaben erfassen, damit ihr da die Umsatzsteuer, die da ausgewiesen ist, geltend machen kann. Und dann Attacke, dann macht ihr Umsatzsteuervoranmeldung. Und zwar von Januar bis, jetzt haben wir Juni, bis Mai. Weil Juni geht halt noch nicht, läuft halt noch. Und dann kriegt ihr, und wie gesagt, wir machen das bei sehr, 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 sehr vielen unserer Kunden, weil es einfach günstiger ist. Die meisten kriegen dann erstmal eine schöne Steuererstattung, weil war am Ende für sie ja günstiger. Wenn dir das zu viel Arbeit ist, dann kannst du das auch am Ende des Jahres freiwillig zum 1.1. nächstes Jahr verzichten und sagen, ciao, ich bin kein Kleinunternehmer mehr, ich bin jetzt nur noch Großunternehmer. Ansonsten übrigens müsst ihr, wenn ihr dann quasi Buchhaltung macht, müsst ihr tatsächlich schauen, dass die Rechnungen, die ihr bekommt, richtig sind. Das heißt, dass ihr da korrekte Rechnungen bekommt, weil sonst kann euch in der normalen Buchhaltung, und das gilt tatsächlich auch für alle, die auch die laufende ganz normale Regelbesteuerung haben, ihr dürft die Vorsteuer grundsätzlich nicht geltend machen, wenn die Rechnung, eure Eingangsrechnung, die Rechnung von eurem Dienstleister, eurem Kunden, eurem egal was, und ganz, ganz schlimm sind irgendwelche Software-Tools, weil die sind alle nicht in der Lage, eine vernünftige Rechnung auszustellen. Das heißt, wenn der Beleg nicht ordnungsgemäß ist, das heißt, wenn die Rechnung nicht korrekt ist, dann könnt ihr leider die Vorsteuer, die da ausgewiesen ist, nicht geltend machen.
wenn die Leistung, die darauf ist, nicht wirklich gut beschrieben ist, das heißt, wenn das nicht klar ist, wofür das eigentlich ist, dann könnt ihr die Vorsteuer auch nicht geltend machen. Oder, was auch logisch ist, ich aber trotzdem darauf hinweise, ist, wenn die Leistung, die ihr da einkauft, das heißt, wenn ihr jetzt einen Laptop für einen Privatbedarf kauft, dann ist das Privatbedarf, dann könnt ihr das nicht einfach in die Buchhaltung packen. Ich habe früher eine Buchhaltung gemacht für einen Architekten. Ich fand den charmant irgendwie und ich fand das auch irgendwie ganz süß. Der hat aber immer Anfang August und im September hat dieser Architekt wirklich Millionenumsätze, Architekt, der hat so Schreibhefte, vielleicht kennt ihr das, der hat so Schreibhefte mit so großen Kacheln, so mit Dach, mit Haus und mit Keller, so mit drei Zeilen so Schreibhefte gekauft, so vielleicht erinnern sich die einen oder anderen so in die erste und zweite Klasse, das hat er immer gebraucht im Januar, Februar, ganz dringend für sein Architekturbüro. Ich denke mir, okay, wenn du so einen Block kaufst, keiner sieht das, aber wenn du ganz offensichtlich erste und zweite Klasse Schreibhefte in deiner Architekturbüro brauchst, dann besuche ich dich gerne mal und würde dir gerne mal beim Arbeiten zugucken. Aber das geht natürlich nicht. Die sind ganz offensichtlich für seine beiden jungen Töchter gewesen, die gerade eingeschult worden sind. Wussten wir auch, weil wir natürlich komplette steuerliche Betreuung gemacht haben. Nice try, muss ich da sagen. Aber da sage ich auch als Steuerberatung so, das geht nun nicht. Wenn es irgendwelche Ordner, Hefte und so, die man auch schnell Hefte, wenn man die dann benutzen kann fürs Unternehmen und ist es dann fürs Unternehmen, dann ist fein. Aber erste, zweite Klasse Hefte, dahinter frage ich doch die betriebliche Nutzung und dann ist der Vorsteuerabzug natürlich nicht gegeben. Weil es nur eine nette Side-Story ehrlicherweise auf die sind absurd teuer, diese Hefte, aber so viel Vorsteuer war das noch nicht. Fragen dazu. Day sagt, kein Steuerberater ist so teuer wie der Verspätungszuschlag. Es kommt so ein bisschen darauf an, wann du abgibst. Wenn du zwei Wochen zu spät bist, dann könnte sein, dass der Verspätungszuschlag günstiger ist als der Steuerberater. Wenn du jahrelang brauchst, dann wird der Verspätungszuschlag deutlich teurer als der Steuerberater. Was aber das große Problem ist, das schließt sich halt nicht aus. Das heißt, auch dein Steuerberater, wenn er zu spät abgibt, muss er trotzdem Verspätungszuschläge zahlen. Das heißt, das addiert sich. Das ist der große Ärger mit Steuerberatern und Verspätungszuschlägen. So meine persönliche Erfahrung. Wiese sagt, das trifft genau auf mich zu. Habe einen Vollzeitjob und mache nebenberuflich Design und Illustration. Und bin Kleinunternehmer. Muss ich einfach beim Finanzamt ändern lassen? Genau. Du kannst das dieses Jahr ändern lassen. Ich würde super gerne in deine Zahlen gucken, kurz mit dir und mich noch unterhalten und solche Sachen. Ich weiß ehrlicherweise auch nicht. Wenn du unter diesem Video einen Link siehst, dann kannst du auch Termin mit mir buchen. Wenn du Contest-Kunde bist, dann kannst du vielleicht auch in der Contest-App einfach mal schreiben und dann unterhalten wir uns kurz und dann gehen wir das Schritt für Schritt durch. Aber ich erkläre es auch gern für alle. Ihr müsst quasi einfach dem Finanzamt schreiben und müsst freiwillig ihr schreibt und sagt, ihr möchtet zur Regelbesteuerung wechseln, rückwirkend zum 1.1. dieses Jahr, wenn du den Struggle dieses Jahr noch machen willst. Ansonsten machst du fürs nächste Jahr. Das reicht einfach so ein Schreiben. Das ist wichtig, weil wenn ihr das nicht macht und einfach unsere Steuervoranmeldung abgibt, dann werden sie alle zurückgeschickt und dann kriegst du so ein Schreiben, kriegen wir auch ohne Ende, kriegen wir immer so ein Schreiben, wenn das Finanzamt langsamer gearbeitet hat, als wir die Umsatzsteuervoranmeldung abgegeben haben, kriegen wir so ein Schreiben so, wir konnten leider die Umsatzsteuervoranmeldung fürs erste Quartal oder für Januar oder so weiter nicht bearbeiten, weil hier kein Signal für Umsatzsteuer und weil könntet ihr nicht abgeben und ist Kleinunternehmerregelung. Deswegen muss man vorher dem Finanzamt schreiben. Das reicht eigentlich auch in der Regel, reicht es tatsächlich auch, wenn du da anrufst, das sollte in der Regel auch reichen. Dann kommen wir zu Punkt Nummer, ich habe vergessen zu zählen, 4 oder 5. Und das sehe ich auch tatsächlich bei Designern relativ häufig. Wenn ihr Online-Tools nutzt, was jeder Designer eigentlich macht, weil jeder hat irgendwelche Software, die er nutzt, die meisten sind irgendwie Cloud-Software. Beispielsweise nehme ich einfach mal ganz weit hergeholt Adobe Photoshop. Das heißt, wenn ihr Photoshop habt und da monatlich Geld, was kostet das? 40 Euro. Creative Cloud 40 Euro, 50 Euro, irgendwie sowas in der Höhe. Adobe sitzt meines Wissens in Irland. Das heißt, das ist ein Softwareanbieter. Das heißt, ihr habt eine Leistung, quasi eine Dienstleistung von einem Unternehmen aus dem EU-Ausland. Und die erbringen nach Deutschland die Leistung. Und die weisen Umsatzsteuer aus, normalerweise. Das heißt, wenn du dich als Privatperson registrierst bei dieser Software, dann kriegst du eine Rechnung mit deutscher Umsatzsteuer. Wenn du dich als Unternehmer registrierst, kriegst du eine Rechnung ohne Umsatzsteuer. Weder mit irischer noch mit deutscher Umsatzsteuer. Das Problem ist,
wenn du dich als Privatperson registrierst und eine Rechnung mit Umsatzsteuer bekommst, darfst du diese Umsatzsteuer nicht geltend machen, weil sie ist falsch, weil du es fürs Unternehmen gebucht hast. Das heißt, du darfst falsch ausgewiesene Umsatzsteuer auch nicht geltend machen. Das heißt, wenn du bei Adobe quasi die Rechnung bekommst und da Umsatzsteuer ausgewiesen ist, dann ist die Rechnung leider falsch, weil du hast es als Unternehmen bestellt und das ist deswegen ist dieser Ausweis der Umsatzsteuer falsch und deswegen kannst du die leider in deiner Umsatzsteuervoranmeldung nicht geltend machen. Wie machst du das jetzt, dass du diesen Account auf Unternehmer quasi als einen Unternehmensaccount wechselst? Das funktioniert immer wieder auf die gleiche Art und Weise. Und zwar, du musst quasi in der europäischen Geschäftsverkehr gilt immer die Umsatzsteueridentifikationsnummer für dich als Nachweis deiner Unternehmenseigenschaft. Und das kann jedes Tool. Und ja, es ist jetzt Adobe Photoshop ist ein Beispiel. Es gilt aber auch für Facebook-Werbung, das gilt auch für Zoom, also Videokonferenz-Tool, das gilt für Asana, das gilt für Trello, das gilt für Monday.com, das gilt für, welche Tools kann man noch haben? Das sind alles Tools, die alle einen Sitz haben, ganz häufig in Irland, ganz häufig in Luxemburg, manchmal in Malta, manchmal in Zypern, das sind so da, wo so Online-Dienstleister und Tools sitzen und du kriegst von da eine Rechnung. Wenn du da in den Einstellungen des Accounts nicht die Umsatzsteueridentifikationsnummer quasi eingetragen hast, bekommst du die ganze Zeit falsche Rechnung und darfst diese Umsatzsteuer nicht geltend machen. Deswegen ist es absolut wichtig, dass du eine Umsatzsteueridentifikationsnummer beantragst. Die fängt immer mit DEE an. Also es gibt so viele Steuernummern. Dazu gibt es übrigens auf diesem Kanal auch ein Video. Guckt euch das gerne an, aber bitte erst nach dem Webinar, sonst werden wir noch weniger und das wäre irgendwie doof. Das heißt, guckt euch das gerne mal später an, aber ihr braucht eine Umsatzsteueridentifikationsnummer und diese Umsatzsteueridentifikationsnummer müsst ihr angeben bei diesen Tools. Das geht in den Einstellungen eigentlich immer. Und dann bekommt ihr eine Nettorechnung, das heißt eine Rechnung ohne Umsatzsteuer. Und dann könnt ihr das buchen und das ist dann quasi, Buzzword heißt Reverse Charge, weil ihr quasi die umsatzsteuerliche Abrechnung in Deutschland übernimmt, aber dann könnt ihr die Kosten komplett absetzen und vor allen Dingen wird es günstiger dadurch. Also ihr müsst ja aktuell Umsatzsteuer zahlen, könnt ihr aber nicht geltend machen. Das heißt, die Software ist halt einfach 19% teurer. Jetzt natürlich nicht 19% davon, weil wisst ihr, 100 Euro, dann geht 19% drauf. Deswegen ist nicht 19% von der Gesamtsumme, sondern ungefähr 16-17% von der Gesamtsumme sinkt der Preis, wenn ihr die Umsatzsteueridentifikationsnummer in den Einstellungen eingeben. Und ja, das ist so ein bisschen so eine Disziplinarbeit, das ist super ätzend, das immer zu machen und manchmal vergisst man das immer wieder und so weiter. Ich möchte aber an euch appellieren, es bitte zu tun, weil wenn ihr 3, 4, 5 Tools habt, mit denen ihr arbeitet und Software-Design-Dinger, Canva, auch so ein Beispiel, trag das ein, das summiert sich echt auf. Wir haben bei allen unseren Kunden einmal mal reingeschaut, haben geguckt und so im Durchschnitt zahlen wirklich die Kunden zwischen 100 und 250 Euro zu viel, weil sie die Umsatzsteueridentifikationsnummer nicht in der Einstellung eingestellt haben. Und das ist ärgerlich. Ich meine, 250 Euro sind 20 Euro im Monat, die weg sind, weil ihr diese Umsatzsteueridentifikationsnummer nicht eingegeben habt. Deswegen solltet ihr sie unbedingt beantragen. Die Umsatzsteueridentifikationsnummer muss man dann auch bestimmt nochmal separat anfragen oder kriegt man die mit dem Verzicht auf die Kleinunternehmerregelung gratis dazu? Diese Umsatzsteueridentifikationsnummer bekommt man tatsächlich gratis dazu und zwar auf zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit ist ganz am Anfang, wenn ihr gerade gründet oder gerade kurz davor seid zu gründen, dann könnt ihr im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, gibt es ein Feld, da klickt ihr an, ich möchte bitte eine Umsatzsteueridentifikationsnummer haben, dann kriegt ihr sie zugeschickt, dann kriegt ihr so einen schönen Brief und da steht die drauf und die verwendet ihr, die verändert sich auch nicht, wenn ihr umzieht und so weiter, bleibt immer die gleiche. Wenn ihr schon selbstständig seid, wie zum Beispiel du bist schon selbstständig, brauchst jetzt eine Umsatzsteueridentifikationsnummer, dann musst du eigentlich, du musst gar nicht warten darauf, bis du auf die Kleinunternehmerregelung verzichtest, das kannst du auch jetzt schon machen. Geh auf die Webseite und das ist wichtig, die kriegst du nicht von deinem Finanzamt, die kriegst du vom Bundeszentralamt für Steuern. Also bitte keine Angst haben, wenn ihr euch anmeldet und sofort da anschließend Post vom Bundeszentralamt für Steuern bekommt, ist schon so manches Herz stehen geblieben vor Schreck danach, ist vollkommen in Ordnung, von da kriegt ihr nämlich die Umsatzsteueridentifikationsnummer. Das kannst du online einfach machen. Dazu kommt auch nochmal ein witziges Video, weil du kannst diese Umsatzsteueridentifikationsnummer nicht zwischen, 23 und 5 Uhr morgens beantragen. Das geht nicht. Also es ist ein Online-Antrag, kostet nichts, also kriegst du gratis, ja, aber du kannst sie nachts trotzdem nicht beantragen. Deutsche Behörden und so. Nachts macht die Webseite Feierabend. Nee, also kein Scherz, ist so, kannst du aber machen, findest du auf der Webseite Bundeszentrale für Steuern. Ist nicht besonders nutzerfreundlich, um ehrlich zu sein. Aber da ich ja gerade mit Designern rede, schreib doch anschließend vielleicht dem Bundeszentralamt für Steuern,
auch so ein bisschen UI, UX haben sie ein bisschen Nachhilfebedarf. Deswegen Wiese solltest du idealerweise tun, wenn du dich sowieso dafür entscheidest, nicht als Kleinunternehmer tätig zu sein. Komme ich zum nächsten Punkt, und zwar dem absolut Null, der nichts mit Steuern zu tun hat, aber der mir irgendwie am Herzen lag, weil ich das mitbekomme. Und ich habe Wirtschaftswissenschaften zwar, okay, da bin ich deutlich tiefer eingestiegen, was ich aber auch gemacht habe, so im Rahmen dessen, was man mal so studiert und mich selber ausprobiert. Ich habe 4 Semester Jura studiert. Ich habe nicht wahnsinnig viel gelernt, um ehrlich zu sein. 4 Semester Jura ist, ich würde mal sagen, so ein Achtel Anwalt. War ich noch weit, weit weg davon, irgendwie Kompetenzen in dem Bereich zu haben. Aber was ich tatsächlich merke, und das merke ich eher so aus dem Bekannten- und Freundeskreis, das ist ganz gut zu wissen, den Unterschied. Es gibt Dienstverträge und Werkverträge. Und wenn ihr mit euren Kunden Verträge macht, solltet ihr bitte darauf achten, dass ihr, solltet ihr erstmal wissen, was ihr verkauft und wie ihr abrechnet, also was ihr abrechnen könnt. Also hat nichts mit Steuern zu tun, ist eher so Wissen, was mir so ein bisschen am Herz lag und deswegen am Herzen lag. Und deswegen habe ich das einfach mit reingepackt. Bei einem Dienstvertrag verübt ihr quasi einen Dienst und ihr werdet für euer Dienst bezahlt. Das heißt, der Vertragsgegenstand ist eine Leistung. Das heißt, ihr tut etwas. Um ganz plakativ zu sagen, ihr kriegt die Stunden bezahlt. Bei einem Werkvertrag schuldet ihr ein Werk, da werdet ihr nicht anhand von Stunden oder Tagen oder was auch immer bezahlt, das heißt an eurer Arbeit, sondern an dem, was am Ende rausgekommen ist. Das kann okay sein, wenn ihr sehr erfahren seid und da ein bisschen mitarbeiten könnt. Aber grundsätzlich ist gerade am Ende Dienstvertrag immer einfach, weil der Dienstvertrag verpflichtet zu der Leistung und muss nicht garantieren, dass eure Leistung auch, ich sage es ja bildhaft, nicht von Erfolg gekrönt ist. Das heißt, die Arbeit, so also ein bisschen wie so ein Angestellter. Wenn ein Angestellter die ganze Zeit Arbeit und Mühe gibt und am Ende aber kein Output, also nichts Zählbares rausbekommen hat, kriegt ein Angestellter trotzdem sein Gehalt. Bei einem Werk quasi, wenn ich etwas liefere und nur anhand des Werkes bezahlt werde, dann habe ich das Problem, dass ich vielleicht wahnsinnig viel Aufwand hatte, aber wenn es am Ende nicht erfolgreich war, kriege ich es halt nicht bezahlt. Deswegen solltet ihr darauf achten, wenn ihr mit Kunden zusammenarbeitet und Verträge gestaltet oder auch Vertragsvorlagen bekommt, schaut bitte, könnt ihr auch googeln, Dienstvertrag, Muster, Werkvertrag, Muster und so weiter, guckt euch die Unterschiede an und so weiter, sprengt auch den Rahmen, bin auch kein Experte in Verträgen und so weiter, aber Vergütung erfolgt bei einem Dienstvertrag anhand eurer Arbeit und nicht anhand dessen, was am Ende rausgekommen ist. Und beim Werkvertrag habe ich halt gesagt, werdet ihr zum Beispiel, nehmt mal Homepage, wenn ihr 100 Stunden an einem Homepage-Relaunch-Projekt arbeitet. Das ist ein Brett. Und ihr habt einen Dienstvertrag, dann kriegt ihr die 100 Stunden bezahlt. Wenn ihr einen Werkvertrag habt, kriegt ihr quasi die fertige Homepage bezahlt. Was ist aber, wenn sich so wahnsinnig viele Dinge geändert haben in der Planung oder schlecht geplant wurde, Ressourcen blöd waren, andere Dinge dazwischen gekommen sind und ihr das in diesen 100 Stunden nicht hinbekommt, sondern 200 Stunden arbeitet. Dann habt ihr einen Dienstvertrag, ihr habt 100 Stunden gearbeitet, ihr habt das Anrecht quasi 100 Stunden bezahlt zu bekommen. Bei einem Werkvertrag müsst ihr dann halt 200 Stunden arbeiten, um am Ende euer Werk bezahlt zu bekommen und es ist für euch ungünstiger. Deswegen empfehle ich euch grundsätzlich darauf zu achten, habt den Dienstvertrag oder Werkvertrag, wenn ihr relativ und ich möchte nicht sagen unerfahren, aber wenn ihr Dinge tut, die ihr nicht schon hunderte Male vorgemacht habt, was ihr im Schlaf runterbeten könnt und genau wisst, was jetzt als nächstes kommt, wie viel Arbeit es ist, welche Komplikationen auftreten werden, wie viel Korrekturschleifen wir haben, wie viel Kommunikation mit dem Kunden ist und das, all das. Wenn ihr das noch nicht wisst, dann guckt, seht zu, dass ihr eher einen Dienstvertrag habt und nicht das Risiko des Werkes quasi übernimmt. Wenn ihr irgendwann wirklich absoluter alter Hase seid und absolut wisst, wie das läuft, dann könnt ihr auch überlegen, okay, ich erstelle jetzt ein Werk und wie kann ich dieses Werk aufwerten? Dann gehst du weg von, ich will nicht sagen Zeit gegen Geld, das ist immer so ein blödes Buzzword, aber dann habt ihr quasi ein Endprodukt, wie das aussieht. Aber dafür solltet ihr wirklich wissen, was da drin steckt und was ihr da noch eventuell dazu tun kannst. Da gibt's wahnsinnig, auch gerade im Designbereich, coole Dinge. Aber da geht ihr dann mehr in so eine, ich würde mal sagen, Produktion, wenn ihr das in Masse macht. Das heißt, da verlasst ihr definitiv irgendwann den Part, den Teil des Gewerbe, des Freiberuflers, sondern geht mehr so in diesen gewerblichen Part rein. Aber das ist einfach wollte ich hier an dieser Stelle nochmal einfach betonen. Da gibt's einen Unterschied. Achtet darauf, guckt, welche Verträge ihr schreibt. Und wenn ihr quasi Vertragsvorlagen für eure Kunden habt, guckt euch einfach an, was ihr da habt.
seht dazu, dass es eher vielleicht unter Umständen, also ich persönlich würde mich im Dienstvertrag wohler fühlen, weil ich, wenn eine Webseitenprojekte doppelt so lange dauert, dann ist das Risiko nicht auf mich abgewälzt. Und wenn ich keinen extra Vertrag abschließe, sondern der Kunde mein Angebot annimmt, habe ich dann automatisch einen Werkvertrag. Das liegt so ein bisschen daran, was du in dein Angebot geschrieben hast. Nee, also ein Vertrag kann auch mündlich abgeschlossen werden. Das heißt, ein Vertrag ist das, worauf ihr euch geeinigt habt. Das muss nicht kein Schriftstück sein, wo beide unterschrieben haben, sondern Vertrag ist eure Vereinbarung. Wenn du ein Angebot geschickt hast und sagst, guck mal, ich kümmere mich um deine Webseite, 100 Euro die Stunde, ich rechne bei diesem Projekt mit 30 Stunden, dann steht ja quasi deine Arbeitszeit im Mittelpunkt. Wenn du jetzt hinschreibst, Webseite 30.000, dann ist klar, Webseite 30.000, vollkommen egal, wie lange du brauchst. Das ist so ein bisschen, so solltest du deine Angebote machen. Und das ist ja dann so der Kern dessen, was da im Mittelpunkt steht, deiner Tätigkeit. Deswegen habt ihr trotzdem Werk- oder Dienstvertrag. Die Frage ist, was stellt ihr so im Mittelpunkt? Und man kann das auch ganz aus der Praxis sagen, Pauschalpreise für bestimmte Tätigkeiten. Auch hier so ein Logo, kosten Tausende, 2.000, 500, wie auch immer, 10.000. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil ihr ja nicht wisst, wie viel Arbeit das ist. Deswegen sagt lieber Logoentwicklung 80 Euro die Stunde, 70 Euro die Stunde. Irgendwie sowas, ich möchte jetzt keine Stundensätze oder Preise für irgendwas vorschreiben und steckt da auch nicht so tief drin, es gibt immer von bis, aber nur so als, also ihr wisst, was ich meine. Verkauft lieber euren Dienst und nicht das Werk. Kommen wir zum letzten Punkt und zum Punkt, der ohne Ende ausufern sein kann. Und dazu gibt es übrigens tatsächlich ein Video auf diesem Kanal. Ich sage das nicht immer nur so, ich freue mich aber tatsächlich sehr über, also wenn ich mache jetzt jedes Jahr jede Woche diese Webinare. Wir sind jetzt heute auch nicht so wahnsinnig viel. Das liegt natürlich auch daran, dass es eine sehr, also eine relativ spitze Zielgruppe ist. Freue mich aber, dass doch jetzt hier 10, 11, 12 Leute da sind die ganze Zeit und auch sehr stabil da sind. Aber ich nehme auch laufend Videos auf. Aktuell veröffentlichen wir 1 bis 2 die Woche. Werden wir noch sukzessive aufbauen. Und gerade zu dem Thema Betriebsausgabe habe ich auch schon Video gedreht. Ich fasse es euch aber auch gerne zusammen für diejenigen, die dieses Video noch nicht gesehen haben. Ihr dürft euch aber auch sehr gerne anschließend das Video anschauen und dürft den Kanal abonnieren, dann kriegt ihr auch in Zukunft alle Videos. Was kann ich als Betriebsausgabe als Designer absetzen? Das höre ich von ganz, ganz vielen selbstständigen Gruppierungen. Was kann ich eigentlich alles absetzen? Grundsätzlich gilt, ihr könnt alle Kosten geltend machen, die irgendwie im Zusammenhang mit deinen Einnahmen stehen, mit deinen Umsätzen. Und zwar mit Umsätzen irgendwann aus der Vergangenheit, für deine Umsätze, die du jetzt hast, aber auch die Umsätze, die du irgendwann in der Zukunft machst. Wenn du jetzt Zertifizierungen, Fortbildungskosten haben oder du willst was investieren, weil du in ein Projekt arbeitest und du hoffst, in 2 Jahren damit viel Umsatz zu machen, kannst du jetzt voll die Kosten absetzen. Auch wenn du jetzt anfängst zu arbeiten und dich selbstständig machst und jetzt Kosten hast und du weißt, du wirst erst in 6 Monaten Umsätze machen, kannst du diese Kosten heute trotzdem geltend machen. Und zwar komplett. Das heißt, grundsätzlich ist eigentlich relativ logisch, du hast einen Umsatz, du hast Kosten, du hast einen Gewinn und auf diesen Gewinn rechnest du die Einkommensteuer. Und je mehr Kosten du hast, desto weniger Gewinn hast du, desto weniger Einkommensteuer zahlst du. Deswegen hast du diese Möglichkeit quasi. Deswegen ist es immer ganz interessant, möglichst viel abzusetzen. Für Angestellte übrigens, da gibt es immer Verwirrung. Angestellte haben keine Betriebsausgaben oder sowas, die haben Werbungskosten. Bei Angestellten ist es aber sehr viel enger gefasst, was sie absetzen können. Die haben nicht so viel Gestaltungsspielraum. Als Selbstständiger kannst du grundsätzlich, und das ist die Definition, du kannst alle Kosten, die du im Zusammenhang mit deinen Einnahmen hast, mit deiner Selbstständigkeit hast, kannst du alle absetzen. Und wenn das heißt, dass du in der Cocktailbar deinen potenziellen Geschäftspartner unbedingt unter den Tisch trinken musstest, damit er endlich diesen Vertrag abschließt, dann ist das eine betriebliche Tätigkeit, die du absetzen musst. Das Finanzamt, und das meine ich vollkommen ernst, das Finanzamt ist keine Unternehmerpolizei, die dir vorschreibt, wie du dein Unternehmen führen musst oder solltest und auch kann und darf auch nicht dich bewerten daran, dass sie sagen, oh nee, das sind keine Kosten, die du als Designer haben darfst. Das ist nicht deren Job. Der Job vom Finanzamt ist, dass sie dafür sorgen, dass die Steuern richtig abgeführt werden. Um Beispiel zu nehmen, wenn du selbstständig bist, wirst du ja wahrscheinlich ein Handy haben. Du wirst ab und zu mal mit deinen Kunden telefonieren. Und du hast einen Handyvertrag, den nutzt du privat und betrieblich.
Was du nicht machen kannst, ist, dass du 100% mit der Kosten einfach in deine Buchhaltung packst und sagst so, bitte, das ist jetzt geschäftlich. Da wird das Finanzamt nicht sagen, okay, du darfst keine Telefonkosten haben. Das Finanzamt wird aber sagen, na ja, das ist ja aber nicht nur betrieblich. Und deswegen nimmst du bitte den Teil, den du privat nutzt, also keine Ahnung, 30%, 40%, 50%, je nachdem, wie privat du das nutzt, und nimmst 30% der Kosten. Und die buchst du bitte auf privat. Also die setzt du bitte nicht als Kosten an. Dafür ist das Finanzamt da. Das Finanzamt darf dir aber nicht sagen, ob du diesen Vertrag brauchst. Das Finanzamt darf dir nicht sagen, ob du jetzt jedes Jahr ein neues iPad Pro brauchst. Dafür ist das Finanzamt nicht da. Das ist keine Unternehmerpolizei, die jetzt hier mit erhobenem Zeigefinger dir sagt, was du absetzen darfst und was nicht. Das ist zu 100% dein Unternehmerrisiko und deine Freiheit, dass du das entscheiden darfst. Das ist ganz wichtig, weil ganz viele fühlen sich so gehandicapt. Um so ein Beispiel zu bringen, ich habe schon vorhin meine Frau als Beispiel genommen, ein anderes Beispiel noch meine Mama. Meine Mama ist selbstständige Hebamme, liebe Grüße, falls du das jemals sehen wirst. Meine Mama ist selbstständige Hebamme in Lübeck. Da gibt es ein Geburtshaus, ist meine Mama mit dabei, Inhaberin und so weiter. Die macht Vorbereitungskurse, die macht Nachbereitungskurse und so weiter. Die macht, ja, was denn halt so eine Hebamme halt macht. In erster Linie irgendwas mit Kindern und schwangeren Menschen. Aber die hat natürlich Kurse. Die macht so Vorbereitungs-Yoga, Vorbereitungskurse und so weiter. Und die hat da auch so Entspannungs-Sessions und so weiter und nutzt quasi in ihren Kursen Musik. Ja, und da nutzt sie halt einen Spotify-Account. Und selbstverständlich kann sie die Kosten für einen Spotify-Account dann in der Buchhaltung ansetzen. Sie braucht das ja für die Arbeit. Das ist Teil ihrer Tätigkeit. Natürlich kann sie nicht die gesamten Kosten ansetzen, weil dem Finanzamt glaubwürdig zu vermitteln, dass sie Spotify ausschließlich für ihre Arbeit nutzt, aber privat überhaupt nie was hört, das entspricht halt auch nicht der Wahrheit. Also bleibt bei der Ehrlichkeit, aber dann könnt ihr alles absetzen. Und dann teilt es einfach auf, wenn das gemischt genutzt ist. Aber gerade so bei Spotify und so, überlegt einfach dadurch, was könntet ihr alles haben. Zum Beispiel könnten es sein, und das ist jetzt nur so ganz allgemein, es sind Bürobedarf, sämtlicher Bürobedarf, außer bitte die Schreibhefte für die erste, zweite Klasse, außer ihr seid irgendwie Nachhilfelehrer für erste, zweite Klasse und werdet dafür bezahlt, dann auch das. Ansonsten bitte, wenn ihr Architekt seid und Millionenumsätze macht, bitte nicht die ersten Klassehefte nutzen. Doch, ehrlicherweise dürft ihr sie absetzen, dann müsst ihr sie aber auch benutzen. Das ist vielleicht das größere Problem. Telefonkosten, Internetkosten, Kosten fürs Konto, Kosten für einen Steuerberater, Beiträge zu Berufsverbänden, Seminare, Fachliteratur, geschäftliche Fahrten, Kfz-Kosten, Reparaturkosten von deinem Auto, Werbung, Equipment, so Devices, iPad, Laptop, Telefon, Licht, Kamera, betriebliche Versicherung, Betriebshaft, Berufshaftpflichtversicherung, all solche Dinge, Konferenzen, all diese Sachen und Bewirtungskosten. Jetzt geht's endlich, Gastronomie ist wieder offen, ihr könnt euch mit Geschäftspartnern treffen, um Projekte zu besprechen, um Kunden zu akquirieren und könnt die Leute selbstverständlich einladen und sie als Bewirtungskosten in der Buchhaltung geltend machen. Wie ihr das macht, dazu findet ihr übrigens auch ein Video auf diesem Kanal. Michael sagt, habe mir auch so ein Hoodie anfertigen lassen, so wie du, kann ich die Kosten dafür auch komplett absetzen. Tatsächlich ist bei Kleidung, gibt's tatsächlich so ein paar Urteile und Bestimmungen und so weiter. Wenn der so sehr Werbung ist, normalerweise nicht privat tragen würdest. Also wenn er so voll Werbung ist, ich drehe mich gerne mal, aber der ist halt wirklich sehr deutlich Werbung quasi, dann kannst du diese Kosten an der Buchhaltung absetzen. Wenn das jetzt so ein Designeranzug ist oder so ein Hoodie hier handgenäht 180€ und dann steht hier auf dem Band, was du hast, hier steht hier klein Designer Michael Gottburg, dann wird schwierig. Dann wird tatsächlich schwierig. Wenn das aber so sehr offensichtlich ist überall, dann ist Geschäftsausgabe. Wiesel sagt bestimmt, könnte ja auch als Werbemittel gelten, weil du selbst dann die laufende Werbewand für dich selbst bist. Ja, genau. Das darf halt nicht, ich würde auch da, bleibt bei der Ehrlichkeit, das dürft ihr halt nicht, ihr dürft das die Realität nicht verbiegen. Wenn eure Hauptabsicht war teure Klamotten zu bestellen und irgendwo ganz klein in den Saum euren Namen zu sticken, dann natürlich nicht. Wenn das jetzt so den Stil ist, voll. Das ist Werbung. Marina-Frage. Eine etwas verspätete Frage zu 7%. Für die Erstellung der Webseite stelle ich generell 7% in Rechnung. Ist es dann nicht so ganz korrekt? Die Frage ist, was du mit Erstellung meinst. Meinst du die Konzeption, also die Kreativleistung daran, wie das aussehen kann? Das würde ich auch sehen als darauf kannst du halt, also die Frage bei 7% ist immer, kannst du darauf so ein Urheberrecht, Schutz drauf haben?
wenn du jetzt das so designs, die Buttons hin und her schiebst und ich mach's mal sehr simpel, in irgendeinem Homepage-Bilder so ein bisschen Menü anlegst und sowas, das ist keine designkreative Arbeit, das wäre 19%. Da musst du überlegen, was im Mittelpunkt deiner Tätigkeit steht und dann wäre das dieser Steuersatz. Es wäre aber auch der Fall, dass wenn du jetzt gemischt tätig bist quasi, also wenn du beides hast, auf der sicheren Seite bist du halt immer mit 19%, wenn du einen Unternehmenskunden hast. Ich weiß nicht, ob du Webseiten für Privatkunden erstellst, wahrscheinlich nicht, weil die meisten Webseiten sind ja irgendwie für Unternehmen. Dann würde ich tendenziell eher wahrscheinlich 19 sagen. Ja, Konzeption auch. Du kannst auch zwei Rechnungen, also wenn du sagst, wenn das zwei Projekte, du kannst aus einem Projekt auch zwei Projekte machen. Wenn du unbedingt 7 willst, weil es zum Beispiel ein Endkunde ist, kannst du auch zwei Projekte draus machen und sagst einmal, also einmal die Kreativleistung und einmal die Execution-Leistung, also die ausführende Leistung. Dann kannst du das auseinander machen. Wenn es ein Unternehmenskunde ist, der vorsteuerabzugsberechtigt ist, dann würde ich sagen, ist doch egal. Mach halt 19 bis auf der sicheren Seite. Michael sagt, was muss ich bei Präsenten an Kunden beachten? Gibt es da Preisgrenzen? Ja, 35 Euro pro Jahr, pro Geschäftskunde. Das heißt, du darfst nicht unlimitiert, du darfst eine Rolex verschenken, ist schwierig, kannst du dann nicht als Betriebsausgabe absetzen. Kann ich trotzdem Geschenke an Kunden machen, die teurer als 35 Euro sind? Muss ich dann den Rest als Privatausgabe selbst zahlen? Ja, leider nicht ganz. Leider musst du denn tatsächlich, sobald du über die 35 Euro bist, musst du tatsächlich alles privat bezahlen. Also privat bezahlen heißt, du kannst auch von deinem Geschäftskonto zahlen. Die Kategorie in der Buchhaltung ist dann aber nicht abzugsfähige Betriebsausgaben. Das heißt, die kannst du dann einfach nicht geltend machen. Das heißt, wenn du für 40 Euro an den Geschäftspartner was zahlst, dann kannst du 40 Euro nicht geltend machen. Also natürlich lohnt es sich trotzdem manchmal, wenn ich jetzt einem Geschäftspartner, ich bleibe bei meiner Rolex, eine Rolex schenke, ich aber dadurch weiß, dass ich jetzt die nächsten 5 Jahre jedes Jahr 100.000 Euro Umsatz mit dem mache, dann ist mir doch egal, ob ich das steuerlich geltend mache oder nicht, das ist betriebswirtschaftlich einfach äußerst sinnvoll. Also daran muss man auch immer denken. Steuern ist ja nicht das wichtigste Thema in der Selbstständigkeit, sondern erstmal überhaupt bin ich betriebswirtschaftlich kalkulativ rentabel und arbeite ich gut. Manuel fragt, ich bin bereits bei euch in der Steuerberatung, bisher noch nie Gewerbesteuer gezahlt, mache auch verschiedene Dinge, agiere aber bisher als Freiberufler, schreibe ich euch eine Nachricht. Ja, bitte. Also mach das sehr gern, Manuel, schreib uns einfach eine Nachricht, schreib uns das auch gerne hier freiberuflich, also schreib einfach mal einen Stichpunkt in deine Situation auf, dann kümmern wir uns darum, rufen auch mit dem Finanzamt an und so weiter, das hängt ein bisschen ab von den, das habe ich jetzt noch nicht dazu gesagt, es hängt noch ein bisschen ab von deinen Umsätzen, weil bis zu 24.500 Euro im Jahr Gewinn, also ungefähr 25.000 Euro pro Jahr Gewinn, ist sowieso, gibt es einen Freibetrag bei der Gewerbesteuer. Das heißt, du zahlst keine Gewerbesteuer bis zu diesem Betrag. Wenn du dann darüber hinaus bist, dann ist halt die Gewerbesteuer, wie ich gesagt habe, kannst du dann noch anrechnen. Aber das kriegen wir vollkommen problemlos für dich geschmissen. Michael fragt, werden die 40 Euro dann als mein Einkommen gezählt? Ja, genau. Das ist quasi einfach, das ist eine Ausgabe. Also eine Einnahmenüberschussrechnung rechnet eigentlich nur, was hattest du an Einnahmen, also was ist an Kohle reingekommen, welche Ausgaben hattest du und die Differenz ist dein Gewinn. Wenn du jetzt Ausgaben hattest, 10.000 Euro Rolex, 40 Euro, aber 10.000 ist einfach plakativer, 10.000 Euro Rolex kann ich nicht als Geschäftsausgabe absetzen, das heißt, diese 10.000 Euro kann ich nicht als Kosten haben, das heißt, das erhöht meinen Gewinn und meinen Gewinn, den muss ich dann halt versteuern. Das heißt, wenn du jetzt die Kosten hast, nicht abzugsfähige Geschäftsausgaben, erhöht halt deinen Gewinn und erhöht dementsprechend deine Steuer. Es hängt so ein bisschen, du kannst ja auch sogar ausrechnen, was dir das an Steuern kostet. Wenn du jetzt beispielsweise 100 Euro ein Geschenk an deinen Geschäftspartner zahlst und dein privater Steuersatz ist 30%, zahlst du halt dadurch 30 Euro mehr Steuern. Das ist relativ dann leicht auszurechnen. Natürlich die 100 Euro, die musst du auch zahlen. Das ist dann natürlich, dann macht das Ganze halt ein bisschen teurer, lohnt sich aber halt in einigen Fällen. Wenn ihr einen Steuerberater sucht, wir sind Steuerberatung, arbeiten sehr digital. Wir sind spezialisiert auf Solo-Selbstständige, also Freiberufler und Gewerbetreibende, die Einnahmenüberschussrechnung erstellen. Wenn du einen Steuerberater suchst, schreib uns gern, du findest unter diesem Video hoffentlich, wenn ich alles vorher richtig gemacht habe, den Link, wo du rüber uns schreiben kannst. Ansonsten unter contest.com, findest aber auch auf diesem Kanal in der Beschreibung und so weiter überall die Links zur Webseite. Dann schreib uns ganz gerne, dann lass uns einfach mal quatschen. Können auch gerne wir beide einfach machen, also du, wenn du Interesse hast und ich. Und dann gucken wir einfach, ob das passt.